nicht, wenn du ihm über die Dächer folgst. Schnell! Da ist er. Ich sehe ihn, er wird nicht entkommen. Spring, du kannst es schaffen. Bei den Augen der Drachen, was war denn? Vielleicht hat das fiese Ding die Straße genommen. Wir haben keine Zeit, wir müssen da durch. Vorsicht, diese Schippen. Du darfst jetzt nicht zögern. Anders springen. Oh.
verdammt hässlich! Au! Schlag die! Vorsichtig. Wenn du zu Tode kommst, wird dein Vater äußerst verärgert sein. Du kennst meinen Vater? Oh ja, ich habe ihn kennengelernt. Stell dir vor, ich habe Aran hier belauscht, als er sagte, sie seien die Prophezeiung versprengt. Thank you.
ist passiert? Arantir hat ihn dort eingeschlossen und die Ghule haben ihn zum Frühstück verspeist. Mach keine Witze. Hey, wo ist die Leiche? Er schuldet mir Geld vom... Wisst ihr das? Ja, das ist Arantir. Sei leise. Er ist mächtiger als alles, was du bisher gesehen hast. Sieh mal da, sieh doch. Er öffnet ein Portal zwischen dem Bau der Nekromanten und den Tunneln hier. Dazu braucht man besondere Kräfte. Dir, Ascha, der Achtköpfigen, mieten wir unser Leben an. Ehrerbietig. Hey, helft mir! Helft uns! Lasst uns raus! Was ist hier los? Ein unverschlossenes. Jemand war zu sorglos. Ich freue mich schon auf die Erklärungsversuche. Du, kümmere dich um diese Kreatur. Ich habe keine Zeit dafür. Das ist meine Chance. Nimm den Kristall. Menelag, eure vielgerühmte Kraft. Perfekt. Jetzt lass uns hier verschwinden, bevor uns jemand bemerkt. Das war eine wunderbare Forschung. Sie haben die Ausgänge verschlossen. Such den Fluss, das ist der einzige Weg. Ich schicke dich in die freie Stadt Steinhelm zu einem Zauberer namens Menelag. Er und ich haben gewisse gemeinsame Bindungen. Im Moment sucht er ein Artefakt namens Schädel der Schatten. Aber seine Suche ist zum Scheitern verurteilt. Er glaubt, du wirst ihm helfen, der Narr. Zumindest nicht ohne das hier. Den Chantiri-Kristall, den wir geborgen haben. Wie auch immer, Junge. Ich möchte nicht, dass du allein gehst. Ich brauche jemanden, der dich führt. Es reißt sich leichter allein als zu zweit, Sarek. Keine Sorge, du wirst lernen, den Schmerz zu genießen. Nenn mich einfach Sarek.